Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Persona 5. Ja, hier ist gerade mächtig die Kacke am Dampfen, auch wenn es jetzt hier anhand der fröhlichen Deko nicht unbedingt danach aussieht. Akechi hat uns leider enttarnt, ne, hier der Schülerdetektiv, und verlangt jetzt von uns, dass wir ihm helfen, den wahren Übeltäter hinter den mentalen Zusammenbrüchen zu finden. Außerdem hat Sojiro herausgefunden, dass Futaba bei den Phantom Thieves ist und ja. Viel mehr wissen wir im Moment auch noch nicht. Takemi ist die Ärztin. Sei Nijima, Makotos Schwester, ist offenbar unser nächstes Ziel, aber momentan kann ich noch nicht so richtig erkennen, wie wir dann irgendwann mal zu ihr kommen. Wahrscheinlich irgendwie über Akechi, und wahrscheinlich wird Akechi uns dann auch beistehen, also oder beziehungsweise als Mitglied in der Gruppe zur Verfügung stehen. Aber das sehen wir noch. Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr allzu viele Vermutungen über die Story anzustellen, weil das bringt sowieso nichts. Und dann labere ich immer noch viel zu viel, wie jetzt gerade auch. So, the post-festival party is about to begin. Would you like to go together? I tried to think about what happened earlier, but that has gotten me nowhere. So, I could use a change of pace. How about it? Sure, let's go. Hä? Ja, okay. Hätte ich mir das jetzt aussuchen können? Ich wäre jetzt eigentlich lieb... Das kam mir jetzt gerade ein bisschen so vor wie dieser eine Moment damals am Strand auf Hawaii. Nachher, komm, egal. Die wir nicht sehen durften. Warum nicht? Ich wollte den Dance Club sehen. Wo sind die... Ach, hier steht doch schon gar keiner mehr. Wem soll ich denn hier applaudieren? Was war denn das jetzt für ein Applaus? Hey Leute, das war eine großartige Performance von unserer Tanzgruppe. Los Leute, lasst ihr nochmal den Applaus hören. Klatsch, klatsch, yeah, geil. Verzieht euch. I'm sorry. I can't stop thinking about what Akechi-kun said. Ja, ich mach mir auch Sorgen. It's so frustrating being unable to do anything. Das was? Round of applause, everyone! Sharing? I never knew we had such an event. All right, who has something to say? Anyone? Anyone? No? I'll just have to pick someone then. Oh, he's going to choose? I wonder who it will be. Ja, lass mich doch mal raten. Da, 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 da. Genau wie ich dachte. Der hätte es auch sonst sein sollen. Is he looking this way? Ja, komm, Fluffy her. Du bist dran. Well then, come on up. He's talking to me, isn't he? Tja, das ist, weil du süß bist. Ah, jetzt habe ich sie noch verlegener gemacht. Naja, das kann ich, glaube ich, ganz gut. Leute verlegen machen, meine ich. Ich muss das Thema wechseln, sagt er. Komm, Pinkel auf die Bühne. Nein, komm, lass mal das.
Do you have a boy? Was? Please, was? Was? Okay, das läuft alles auf selbe hinaus. Deswegen nehme ich einfach mal das Extremste. Ich hab dich immer geliebt. Die tut mir gerade echt leid, ohne Witz. Was ist das denn für ein Clown mit dem Mikro? Ah, komm. Ich glaube, die versinkt hier gleich in der Bühne. Die geht hier gleich im Boden ein. Ja, danke, Okumura-san. Das wird dich nie wieder loslassen, bis an den Rest deines Lebens. Post-Festival-Party is finally over. It turned out to be more like an interview party, huh? Was war denn das für eine Nummer jetzt gerade? Ach. I still can't believe you said that. Ja, ich. Du warst halt in Schwierigkeiten. Huh? Right. At any rate, I'm not sure what I would have done without you. Thank you for saving me. Na ja, bitteschön. You're a mysterious person. But you're so reliable. Ach so, ich verstehe. Jetzt schalte ich ihren Confident frei, oder? Ja, das denke ich auch. Just kidding. Who knows what may lie ahead? For now, I'm worried about what happened with Akechi-kun. But I have to say, my first post-festival party was quite fun. Though, here, I'd like you to have this. Sakura Amezaiku. I bought it earlier. Wenn ich das richtig gesehen habe, waren da SP drauf abgebildet, oder? Weiß nicht, müsste nochmal nachgucken. Ja, kann's gar nicht erwarten, das zu essen. Now then, let's go home. Ja, gehen wir mal einmal. Hä? Was? Kein Confident? Okay. Das habe ich mir jetzt auch noch gedacht. Haben wir sie schon freigeschalten? Habe ich das vergessen schon wieder? Also ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft auch noch mit ihr ein bisschen Zeit verbringen können, nicht wahr? Hallo Futaba. You took off somewhere during the festival, huh? I tried to find you, but I gave up pretty quickly. Futaba, what are you doing here in the front of the store? I needed to calm my brain. My thoughts were getting out of hand. Not just Akechi, but other stuff too. We're in deep trouble unless we can do something soon. But anyway, I was just thinking about going inside, so our timing is perfect. Let's go. Yeah. Ja, also. The mass media has been causing quite a commotion lately. Ja, warte mal kurz. Also ich glaube, allzu viel muss ich jetzt nicht übersetzen, oder? Was jetzt gerade passiert ist. Also da gab es irgendwie so eine Art After-Party zu diesem Festival da. Und offenbar haben die da so eine Tradition, wo die dann Schüler auf die Bühne holen und die müssen dann halt irgendwas erzählen. Und die haben halt ausgerechnet Haru genommen, was ein bisschen doof war, weil ihr Vater halt gerade gestorben ist. Und dann hat er sie auch noch über die Phantom Thieves ausgefragt, wo ja alle denken, dass wir die Killer sind. Und ja, wir haben sie gerettet, indem wir gesagt haben, dass wir sie immer schon geliebt haben. Okay, viel mehr war da jetzt eigentlich nicht. Okay, und Futaba muss irgendwie so ein bisschen ihren Kopf freikriegen, deswegen war sie gerade vorm Laden, also vorm Café. So. Zurück zum Spiel. They're saying whatever they want. So, how's the investigation progressing? Any clues yet? Nothing that leads to a firm conviction yet.
What's going on here? Didn't you say that you were sure about closing this case? And I thought I told you that failure won't be tolerated. Well, this is troublesome. If things continue at this rate, never mind a promotion, we'd have to let you go entirely. But, sir... I had high expectations for you. But it seems this task was too much to handle for someone so young. We may need to reform the operation as well, since the selected personnel for this... Please, let me see this through to the end. This case is something that I've always... I know that you've been at this for a while now. Even before the police spared us the staff for it. If you can manage an arrest, I've made special arrangements so that you can question them personally. That's what you want, isn't it? Oh, das ist interessant. Also, der SIU-Director droht gerade der SAI, dass er sie vom Fall abzieht. Und nicht nur das, er will sie sogar komplett feuern. Und er hat gesagt, wenn sie es aber schaffen sollte, eine Verhaftung vorzuweisen, dann wird es ihr erlaubt sein, die Befragung persönlich durchzuführen. Merkt ihr selber, ne? Also, wir sind das. Das bedeutet, das ist der Grund, warum wir dann in diesem Verhörraum sind. Und ich vermute, weil das jetzt gerade kommt, hab ich nicht am Anfang der Folge gesagt, ich will keine Vermutungen mehr anstellen? Okay, passt auf, das ist das letzte Mal. Danach halte ich die Fresse. Ich denke, dass das Casino, wo wir ganz am Anfang, wo das Spiel losging, ein Tutorial, das wird Seis Palast sein. Ihr Palast ist aus irgendeinem Grund ein Casino. Fragt mich nicht warum. Momentan sehe ich hier noch keine Verbindung zwischen der da und Glücksspiel, aber egal. Und ich denke, dass wir da drin aber geschnappt werden, weil sie dann vielleicht schon weiß, was das Metaverse ist und entsprechende Gegenmaßnahmen hat oder so, keine Ahnung. Also werden dann halt irgendwie geschnappt. Und dann kommt eben die Befragung. Und ich denke, wir kommen jetzt so langsam dann zu dem Punkt des Spiels, wo praktisch diese Zukunftsszene, diese Verhörszene und jetzt hier die Vergangenheit, die wir ja quasi gerade spielen, so langsam zusammenlaufen. Und ab da wird es dann wahrscheinlich aufs Finale zugehen. Ist jetzt so meine Vermutung. So gut, und das war's jetzt auch mit Vermutungen. The leadership of this country is about to change. We can't let this case carry over into their term. I'll make myself clear again. Failure isn't an option. We need results. I understand. You're allowed to take some bold measures if you need to. We need good results, no matter what. Oh, one more thing. If the unexpected happens to occur, contact me immediately. To you, sir? I said that failure isn't an option, didn't I? Yes, everything is proceeding as planned. Also was mit dem Typen irgendwann mal noch wird, das frage ich mich auch. Er ist auf jeden Fall nur ein Handlanger, aber... keine Ahnung, vielleicht kriegt er ja auch mal noch seinen eigenen Palast. Wer weiß. Sojiro? I was cleaning up and found this. Oh ja, die Sache war ja da auch noch. This is a calling card, right? I read about it online, too. You went into my room without my permission? I'll apologize as much as you want later. So, what is this? That's... Is it something to get flustered over? I knew it. This isn't just some game you're playing. Why aren't you saying anything? Why did you keep it? I mean, it was memorable. Explain. Is it something that you can't explain?
If this keeps up, Futaba's... Ich erkläre alles. You will, huh? I'll get right to the point. Is this a real one? Was a, well, a change of heart triggered in you? How about it? Ich sag ihm die Wahrheit, ne? Also ich sag ihm auf jeden Fall die Wahrheit, wenn ich kann. Mom died. There was no exit. I was trapped in a labyrinth of my heart. I knew I had to leave it, but I couldn't do it by myself. Futaba. Here, sit down. I can at least listen to what you have to say. The Phantom Thieves saved me. They stole my messed up heart. It's the same as Mom's research. They changed my cognition. Hokuba's research about altering one's cognition. I wondered about it myself, too. Still. Hm. Wann hast du es bemerkt? When she said she was gonna go to the beach out of nowhere, and even the doctors had thrown in the towel. At first, I just chalked it up as other kids being a better support for you than any adult. But as I kept watching the tabloid shows here, day in and day out, a thought crossed my mind. I thought, your case kind of seemed similar to what these Phantom Thieves were doing. Wow! I'm still your guardian, you know. I'd never overlook such a drastic change in your behavior. Sojiro... Think that Wakaba's research and the Phantom Thieves changing hearts were about the same thing. Back in the day, I used to be a government official. My job was to be the bridge between the country and the lab that Wakaba worked at. It's around that time that I got to know her. She said something odd when we were out drinking. That... she might soon die in an odd way. Who wouldn't take that as a joke? I just laughed it off. But it happened exactly as she said. If anything were to happen to you, I'd feel like I let her down. There's something I want to ask you. Judging from your attitude, you knew about this calling card, didn't you? You should have known that Futaba had a change of heart through the Phantom Thieves as well. Is there a connection between you and them? The first incident of a change of heart was a teacher at your school. The kid who brought that painting here was a pupil of that artist who had a change of heart, wasn't he? And then, there's Futaba. These scandals always seem to find their way around you. What do you have to say? Tja, was ich zu sagen habe, ist erstmal kurz zur Übersetzung, was er gerade eben gesagt hat. Ja, also Sojiro hat praktisch diese Calling Card gefunden, die wir damals Futaba gegeben haben, als sie uns gebeten hat, ihr Herz zu ändern. Und er sagt halt, ja, er hat das schon durchaus mitbekommen. Also jeder Doktor, der sich um Futaba gekümmert hat, hat irgendwann das Handtuch geworfen, gesagt, ist hoffnungsloser Fall. Und dann auf einmal an dem Tag, als sie mit uns zum Strand gegangen ist, da hat er sich gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht normal sein, dass die auf einmal so offen für sowas ist. Und ja, dann hat er eben in ihrem Zimmer nachgeguckt und hat halt diese Karte gefunden. Und er hat sich schon irgendwie gedacht, dass das wahrscheinlich sowas ähnliches ist wie das, was die Phantom Thieves machen. Gerade auch, weil er wusste, an was Futabas Mutter gearbeitet hat. Er war nämlich früher mal ein Regierungsmitarbeiter, der praktisch für dieses Labor von Wakaba, also von Futabas Mutter, verantwortlich war. Und ja, eines Tages hat sie dann wohl irgendwie mal gesagt, ich werde wahrscheinlich bald an einem seltsamen Tod sterben. Das hat Sojiro erst für einen Witz gehalten, aber dann ist es halt wahr geworden. So, und jetzt fragt er halt uns,
ja, wie wir dazu stehen, das Ding ist, der, wisst ihr noch, vor 2 Folgen, glaube ich, oder so, ich habe die Folge Bester Ermittler, wo gibt, genannt, da habe ich gesagt, dass das halt selbst die fucking Polizei nicht merkt, dass unser Freundeskreis hier jeder ein Bekannter von einem Ziel der Phantom Thieves ist, dass die da die Verbindung nicht herstellen können. Und Sojiro hat genau das gerade gemacht. Sojiro hat genau das gesagt. Okay, der Junge hier, der dieses Gemälde da mitgebracht hat, war der Schüler von dem Madarame. Du, als du hier angekommen bist, gab's das erste Opfer, nämlich Kamoshida. Also jeder dieser, und dann eben noch Futaba, also jeder dieser Fälle von den Phantom Thieves ist irgendwie um mich rum entstanden, also, ja, tja, tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. These people are called criminals by the general public. Why did you introduce such dangerous people to Futaba? That's not true. Kann ich vielleicht noch sagen, dass wir diese gefährlichen Leute sind? Ich habe mich diese gefährlichen Leute auf Futaba angesetzt. Ich bin diese gefährlichen. Ich bin natürlich nicht gefährlich, aber ich würde das jetzt gerne noch sagen. Darf ich das? Warte mal, willst du mich jetzt verarschen? Sojiro hat also rausgefunden, dass jeder Fall, bei dem die Phantom Thieves irgendwie aktiv geworden sind, irgendwas mit mir zu tun hatte. Und er kommt aber nicht drauf, dass ich einer der von den Phantom Thieves bin. Er denkt, ich bin einfach nur ein Typ, der mit denen abhängt oder was. Um Gottes Willen. Wait, are you saying that he's the one who changed your heart? Dun dun dun. Die Leute hier sind echt Blitzmerker, oder? Entschuldigung, dass ich schon wieder so sarkastisch bin, aber was ist das? But is one himself? Ja, ich bin sogar der fucking Anführer, Junge. Nein, das ist kein Witz. Ich bin ein Phantom Thief. Are you serious? Ich bin sogar der Erste. You really are a Phantom Thief? Sojiro. Oh, Futaba übrigens auch. So, basically, I've been sheltering a Phantom Thief for the last 6 months. And on top of that, Futaba's involved too. What the hell? I want to find the culprit who killed my mom. Wait, killed? She was killed. I remember it now. Stop this nonsense! Why won't you believe me? Are you the same as everyone else? Didn't you know already? The way Mom died wasn't normal! Didn't you notice that her research was stolen by someone? Sojiro! When she passed away, I did think it was odd. It was awfully fishy. But what could I do? All I was able to do was run from it all. And the outcome of that was me spending my retirement here. Also, the reason I took custody of you was me trying to selfishly atone for what happened to Wakaba. It's basically my fault that you got burdened with all this crap. It's not your fault, Sojiro. I acted all big, lectured, even yelled at you kids. And in the end, I'm the one being consoled. I'm hopeless and a laughingstock, aren't I? Tja, also. Sorry. I mean, the one who killed Mom's the one at fault. I see. Don't worry. Even if you are the real Phantom Thieves, I have no intention of reporting or kicking you out. I mean, who would believe such a story? Unless they catch you red-handed, it's impossible to explain that you're the Phantom Thieves. Let me just say one thing, though. Immediately back out of a fight that you can't win. Was genau meinst du? Don't you get it?
if by chance you pissed off the same guys that killed Wakaba, then they're not someone that kids like you can deal with. Listen to reason, all right? We're done talking about this. Let's eat. I'm so hungry because I raised my voice so much. At least we avoided the worst-case scenario of being reported arbitrarily. Also, ganz ehrlich, er denkt zwar etwas langsam, aber Sojiro ist echt cool. Still, we should tell the others about what just happened. I'm tired. Ach ja, okay, also Sojiro wird uns also praktisch nicht an die Polizei ausliefern. Und er hat sich schon indirekt so ein bisschen gedacht, dass Wakaba tatsächlich umgebracht wurde, wollte sich's aber nicht eingestehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es dazu gekommen ist, aber ja, es hat letzten Endes, also seine Leugnung des Ganzen hat letzten Endes dazu geführt, dass er praktisch seinen Lebensabend jetzt hier in diesem Café verbringt. Aber naja. Und er hat uns geraten, dass wir lieber vor dem Kampf davonlaufen sollen, wenn wir praktisch wissen, dass wir ihn nicht gewinnen können. Und wenn wir dieselben angepisst haben, die Wakaba gekillt haben, dann, naja. Dann stehen uns dunkle Zeiten bevor, Freunde. Ja, okay, also hier nochmal wegen Sojiro. Wir können ihn als Verbündeten ansehen. Ha. Also, ja, also wer könnte jetzt der wahre Täter sein? Also es ist auf jeden Fall... Also ich denke ja, es ist der Glatzkopf. Wer soll es sonst sein? Ohne Scheiß. Also entweder es ist jemand wirklich noch Höheres, den wir jetzt gar nicht sehen, oder es ist halt wirklich einfach der Glatzkopf, der hier alles, der hier das Sagen hat. Auf jeden Fall einer von der Regierung. Aber keine Panik, wir kriegen das schon hin. Wir kriegen alles hin. Da mache ich mir keine Sorgen. Worüber ich mir ehrlich gesagt Sorgen mache, ist, was ist jetzt mit Sei? Wie kommt es dazu, dass sie unser nächstes Ziel wird? Naja. Freunde, ich würde mal sagen, die halbe Stunde ist zwar noch nicht ganz dran, aber ehe ich jetzt wieder massiv überziehe, auch weil das jetzt gerade so ein schöner Moment ist, wo ich speichern kann, würde ich sagen, wir machen mal für heute Schluss, ne? Ich hoffe, es hat euch wieder ein kleines bisschen gefallen und ich hoffe, euch interessiert die Story jetzt gerade genauso wie mich, ne? Es ist gerade momentan ein bisschen viel Gerede hier im Spiel, aber ich finde es gerade ganz gut, vor allen Dingen, weil es wirklich recht spannend gemacht ist. Und ohne Scheiß, ich würde gerne einen Anime dazu sehen, oder? Ich würde gerne eine Serie dazu haben. Das wäre echt cool. Oder ein Kino oder ein Anime-Kinofilm oder irgendwie sowas. Das wäre schön. Naja. Was macht denn Futaba überhaupt hier? Welchen Ghost-Menü hübsche, hm? Sorry. Ach, kein Problem. Hängt sie jetzt bei uns ab? Das wäre echt cool. Ah, hier ist auch nichts Neues. Muss mal gucken, wie ich neue Dekorationsgegenstände hier für mein Zimmer herkriege. Naja, egal. Ich würde mich jetzt noch freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Das wisst ihr. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Yeah, so they go up.